Hallo Leute! Auch im heutigen Video geht es wieder um ein Rollenspiel, das im Assessment Center drankommen kann. Und zwar geht es heute um den Raucher auf der Toilette. Was macht ihr also, wenn euer Prüfer einen Raucher spielt, der partout nicht aus dem Klo kommen will und einfach weiter raucht? Zuallererst mal gilt auch hier wieder, dass ihr unbedingt Verständnis zeigt. Seid verständnisvoll und kommuniziert das auch. Ihr könnt sowas sagen wie: Ich kann sie gut verstehen, gerade auf so einem langen Flug muss es wahnsinnig schwer sein, keine rauchen zu können. Falls ihr selbst Raucher seid, dann könnt ihr natürlich auch sowas sagen, dass es euch vielleicht selbst auch schwer fällt und so weiter. Ja, und danach erklärt ihr dem Raucher oder der Raucherin einfach, wie gefährlich Rauchen an Bord ist und dass es leider aus Sicherheitsgründen nicht gestattet ist. Natürlich wird das in eurem Rollenspiel auch erstmal nicht funktionieren und der Prüfer wird sich wieder stur stellen und vielleicht auch ein bisschen zickig werden. Aber dann zeigt ihr weiterhin Verständnis, ihr seid weiterhin freundlich und bleibt ruhig. Bleibt auf jeden Fall ruhig und ihr solltet wirklich nicht in so eine mega heftige Diskussion verfallen und am besten noch in einen Streit und auf gar keinen Fall eine Kollegin zu Rate ziehen, denn im echten Leben ist das was ganz anderes, aber im Rollenspiel seid ihr erstmal auf euch gestellt und die Prüfer wollen nicht sehen, dass ihr sofort die Kollegin oder den Kollegen zu Rate zieht. Und auch nicht direkt zum Pörser rennt. Es ist super wichtig, dass ihr die Situation alleine lösen könnt. Wie gesagt, im echten Leben sieht die Situation nochmal anders aus. Ja, und dann könntet ihr der Raucherin oder dem Raucher auch noch ein Nikotinpflaster anbieten oder ein Nikotinkaugummi. Oder auch hier vielleicht Schokolade, ein Sekt und so weiter und so weiter. Versucht wirklich, euch in die Person reinzuversetzen. Ich denke, wenn ihr selbst Raucher seid, wird euch das auch leichter fallen. Und weiterhin einfach Verständnis zu zeigen. Seid nett, seid freundlich, seid lieb, zeigt Verständnis. Sprecht auch hier eventuell erstmal ein bisschen leise, sodass es nicht unbedingt jeder mitbekommt im Flugzeug. Das ist grundsätzlich was, was super wichtig ist. Gerade wenn es um intime Themen geht oder eben auch um sowas, dass ihr leise sprecht erstmal und wirklich euch nur mit dem Passagier befasst, so dass es nicht der ganze Flieger mitbekommt. Wenn dieser Streit im wahren Leben jetzt natürlich weitergeht und sich die Person einfach weigert, die Zigarette auszumachen, dann ist es natürlich was anderes. Dann werdet ihr irgendwann auch ein wenig lauter sprechen, auch ein wenig bestimmter sein. Ja, und in so einem Fall kann der Passagier eben auch verklagt werden. Und mit sowas kann man dann natürlich auch drohen. Also das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Kommt vielleicht, aber nicht im Rollenspiel mit dem Argument der Anzeige. Hier geht es wirklich darum, Verständnis zu zeigen und den Passagier erstmal ganz lieb und freundlich zu überzeugen. Und ihr werdet das auch schaffen. So ein Rollenspiel dauert meistens nicht so lang. Und ich glaube, wenn ihr da wirklich weiterhin gelassen und ruhig bleibt und verständnisvoll, dann wird es auch auf jeden Fall klappen. So, das waren jetzt meine Tipps für dieses Rollenspiel. Kurz und knackig zusammengefasst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr diesen Fall schon erlebt habt. So, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!